dann darf ich wie immer an dieser Stelle kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten, zu etwas ungewohnter aber am Zuerst hingekriegt, zur normalen Uhrzeit fertig zu werden. Nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Fishtown Penguins in Bremerhaven, bei mir begrüße ich die beiden Coaches. Das ist Mike Stewart als Coach der Fishtown Penguins und unser Coach Rico Rossi selbstverständlich. Wir ziehen das gerade durch heute, wir sind schon spät genug dran. Das erste Wort hat wie immer der Gast, der Stewart. Ein paar Worte zu diesem merkwürdigen Spiel. Ja, danke. Schönen guten Abend an alle. Ja, von meiner Sicht, wir haben gut gestartet. Die ersten 20 Minuten war ausgeglichen bei der Mannschaft und haben gute Chancen gehabt. Beide Tormänner haben sehr, sehr stabil gespielt. 0-0 nach 20 Minuten war in Ordnung. Wir hatten ein paar sehr gute Chancen, dass wir haben nicht reingehauen, aber trotzdem, es war eine gute Partie. Im zweiten Drittel, von meinem Gefühl, wir sind mehr in die Partie gekommen, noch stärker, noch mehr Chancen ausgearbeitet. Kassel hat sehr, sehr solide in der defensiven Zone gespielt, hat uns unser Leben schwer gemacht. 1-0 in Führung zu gehen, war natürlich auswärts ein großer Plus, hat ein bisschen Druck weggenommen von meinen Spielern. Und dann im letzten Drittel, shorthanded goal, 2-0, mit, glaube ich, ungefähr 5 Minuten noch zu spielen. Wir müssen die Sachen zumachen. Das ist nicht für schwache Nerven unser Job, glaube ich. Und dann in letzter Minute auf einmal 2-1. Denke ich mir, okay, wir müssen einfach stabil stehen und wir werden rauskommen mit 3 Punkten. Kassel hat gedruckt und eigentlich das in den letzten Sekunden sehr gut gespielt. Genau zu diesem Zeitpunkt, wenn Kassels Spieler hat eine Scheibe auf seinem Schläger in die Ecke, schau auf die Uhr, 1 Sekunde noch, Pass kommt hoch, geht rein. Kassel hat alles richtig gemacht, ein Tor geschossen. Aber ich bin mir sicher, es hat 0-0-0 auf dem Ohr gestanden. Das ist nur ein Beispiel für unser Liga, dass wir brauchen Torkameras mit ein Ohr. Wenn man denkt, wie viel Geld wird investiert und wie viel Zeit von beider Seite, von allen Mannschaften unserer Liga, und auf einmal kommst du in den Playoffs nicht wegen einem Punkt. Das ist schon schwer und es kostet eh nicht viel. Aber Rico, seine Mannschaft, hat sehr gut gespielt. Ich glaube, es war ein gutes Eishockeyspiel. So, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank, Mike. Rico, ich bin ganz ehrlich. Also ich hatte mir den Text schon so ein bisschen zurechtgelegt und das wäre so in etwa gewesen, wir hätten heute noch 3 Stunden spielen können und das Tor nicht getroffen. Und dann kam es doch ganz anders. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, danke schön. Ich sehe es eigentlich genauso wie Mike, außer die letzte Sekunde. Die letzte Sekunde sehe ich 0,2 an der Uhr und das zählt. Alles anders interessiert mich nichts. Die Spiel war genauso wie Mike gesagt. Erst im Drittel, beide Mannschaften hat sich gut ausgedrückt. Torwärter waren gut in die richtigen Phasen. Im zweiten Drittel, die hätten besser wie uns gespielt. Und dann letzten Drittel, wir wären besser wie dem. So, es ist ein sehr enges Spiel von zwei guten Mannschaften. Nochmal, das Mannschaft hört nie auf zu spielen bis zur letzten Sekunde. Das ist ein charakterstarke Mannschaft, eine siegesorientierte Mannschaft. Und ich freue mich viel für die Jungs, für die ganze Wochenende, 4 Punkte Wochenende. Für uns, das ist sicherlich eine riesige Wochenende für uns. Wir gehen weiter jetzt nächste Woche mit unserer Vorbereitung für nächste Woche. Danke. Ja, vielen Dank, Rico. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, und zwar vor dem Penaltyschießen gab es ein bisschen hin und her, Tür auf, Tür zu. Die Schiedsrichter haben sich ein bisschen beraten, sah so ein bisschen aus, als hätten sie nochmal nachgelesen. Du warst dir relativ sicher, ich mir eigentlich auch. Es ging ums Abziehen bzw. Eis neu aufbereiten, richtig? Ja. Es gibt kein neuer frisches Eis im Penaltyschießen. Die sind die Regeln schon 2 Jahre jetzt. Ein oder 2 Jahre sind das schon die Regeln. Die sind schon klar in die Regeln geschrieben. Gut, hätten wir das auch geklärt. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine? Gut, dann fasse ich noch zu Ende. Das zusammen kurz. Das Endergebnis 2-3 nach Penaltyschießen. Strafen habe ich nicht, Points Streak ist ausgefallen, den Spielbericht offiziell habe ich leider noch nicht. Das Ganze vor 3490 Zuschauern. Ergebnisse aus den anderen Stadien, soweit sie uns vorliegen. Lausitzer Füchse gegen den ESV Kaufbeuren, Endstand 6-1. Eislöwen Dresden gegen die Starbucks Rosenheim, ebenfalls Endstand 1-3. SC Riesersee gegen den EV Landshut, ebenfalls Endstand 2-1. Eispiraten Krimmenschau gegen die Löwen Frankfurt 1-4. Auch das Spiel ist zu Ende.
Nach dem ersten Drittel steht es Heilbronner Falken gegen die Bietigheim Steelers 2-2. Und wie gesagt, Point Streak ist ausgefallen. Deshalb liegt uns aus Ravensburg derzeit noch kein Ergebnis vor. Das Spiel ist am Laufen, hat um 18.30 Uhr begonnen. Unsere nächsten Spiele am Freitag, den 21.11. um 19.30 Uhr spielen wir in Garmisch-Partenkirchen beim SC Riesersee. Und unser nächstes Heimspiel am Sonntag, den 23.11.2014, wieder um 17 Uhr. Unser Gegner dann die Heilbronner Falken. Ich wünsche unseren Gästen guten, sicheren Nachhauseweg, mistiges Wetter. Wir sehen uns noch ein paar Mal diese Saison. Ihnen allen noch einen schönen Abend, schönen Sonntag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.